Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Ihr seht, ich bin heute ein bisschen übertrieben vollbepackt. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Grundausrüstung zum Schwammersuchen. Ich habe über die Jahre viele Leute begleitet, oder die haben mich begleitet, die das erste Mal auf der Suche waren. Und ich habe gesehen, dass die meisten Leute sich einfach viel zu viel umhängen und mitschleppen. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr neu seid beim Schwammersuchen, einfach so viel Spaß wie möglich habt, so angenehm wie möglich durch den Wald geht's und euch gleich mal zu Beginn des Videos das Motto merkt's, weniger ist mehr. Das Schwammersuchen ist wirklich ein Hobby, für das man nicht viel braucht. Und welche Dinge das sind und auf was man getrost verzichten kann, das ist das Thema von unserem heutigen Video und das schauen wir uns jetzt einmal noch im Detail an. Hey, ihr seht, wir haben da eine ganz schöne Kulisse aufgebreitet. Ich kann euch aber gleich zu Beginn des Videos beruhigen. Man braucht nur das Allerwenigste von dem, was da ist. Fangen wir heute mal mit dem Thema Kleidung an, weil da kann man schon viel falsch machen und sich eigentlich die ganze Suche schon von vornherein verderben. Beginnen wir mit dem Thema Schuhe. Da habe ich schon alles Mögliche erlebt, bis von Lacoste-Schuhe bis Flipflops. Und da ist die Suche dann wirklich keine Freude, weil die Plätze, wo die Schwammerl wirklich schön wachsen, sind meistens abgelegen. Sehr viel ist auch in Steillagen und dementsprechend gutes Schuhwerk braucht man da auch. Was ich euch empfehlen möchte, sind solche Schuhe. Das sind mehr oder weniger Trail-Schuhe. Die sind auf jeden Fall mit einem guten Profil ausgestattet. Das macht sehr viel aus, weil viele Leute gehen gerade zu Beginn mit normalen Straßenschuhen in den Wald, die kein Profil haben. Und da rutscht man wirklich in Hanglagen einfach nur und hat auch gar keinen Spaß einfach beim Gehen. Bis zuhin, dass man sturzgefährdet ist. Also ich empfehle euch da wirklich eine Investition in wasserdichte Outdoor-Schuhe, die kosten so um die 100 Euro, sind aber definitiv notwendig und ihr Geld auch wert. Wie ihr seht, die beiden haben da wirklich schon über Jahre mich begleitet und sind mit mir durch dick und dünn gegangen, haben schon einiges mitgemacht, sind aber immer noch wasserdicht. Also das sind auch wirklich Markenprodukte zu empfehlen, die halten über Jahre, auch wenn sie nicht mehr danach ausschauen, sind aber eine Grundvoraussetzung für eine schöne Suche. Ich mag diese halbhohen Schuhe lieber. Manche bevorzugen auch wirklich massive, schwere, hohe Wanderschuhe. Die sind aber meiner Erfahrung nach wirklich nur in schwierigem und sehr anspruchsvollem Gelände empfehlenswert. Natürlich, wenn, dann auch wasserdicht. Das ist ganz wichtig, weil gerade wenn man sich in den Wald begibt, sind viele Stellen sumpfig. Oder wenn man wie hier einfach nur durch eine feuchte Wiese geht, gerade in der Früh, dann sind Schuhe mal schnell klitschnass, die nicht wasserdicht sind. Und das mindert dann den Spaß bei der Suche doch deutlich. Diese schweren, großen Schuhe haben ein deutliches Eigengewicht. Und gerade wenn man stundenlang durch den Wald geht, spürt man das dann schon. Also wirklich, diese halbhohen sind meiner Meinung nach die beste Ausrüstung für die meisten Gelände. Gleich das nächste Thema, das habe ich auch über Jahre falsch gemacht und schmerzlich dafür bezahlt. Tragt immer eine lange Hose. Auch an so heißen Sommertagen wie heute, das ist wirklich empfehlenswert. Meine Füße sind von oben bis unten mit kleinen Narben überzogen, weil ich das viele Jahre lang nicht gemacht habe. Aber das macht wirklich Sinn, gerade wenn man dann die Forststraßen verlässt oder durch wirklich dichtes Nadelholz geht, man kratzt sich einfach schnell auf und deshalb macht eine lange Hose, gerade auch gegen Brombeeren und alles mögliche an Gebüsch, macht wirklich Sinn. Noch eine aktuelle Geschichte von einer Suche letzte Woche, da war ich mit einem Kollegen, der sich den warmen Sommertemperaturen ergeben hat und eine kurze Hose angezogen hat. Kurze Rede, lange Sinn, er ist auf ein Wespennest, ein Erdwespennest gestiegen, hat 10 bis 15 Stiche bekommen, weil die sind ihm auch in die Hose gekrabbelt. Also eine sehr schmerzliche Erfahrung und ein eindeutiges Indiz, bitte immer eine lange Hose. Und modisch sind wir auch ganz vorn dabei, ich glaube, das war sogar viele Jahre Trend, steckt die Hose in die Socken, dass keine Ameisen und sonstiges Getier da reinkrabbeln kann, weil das wird sehr schnell sehr unangenehm. Ja, nochmal zum Leitmotto, weniger ist mehr, zum Thema Jacken und sonstiges. Das habe ich oft gesehen, wenn man ja meistens in der Früh zum Schwammersuchen beginnt und man steigt einmal aus dem warmen Auto aus und man denkt sich, wow, es ist frisch und packt sich mal voll zu. Und da habe ich oft gesehen und auch selbst erlebt, 5 Minuten später, gerade im steilen Gelände, beginnt man zu schwitzen, weil die Schwammersuche ist anstrengend und herausfordernd, gerade im anspruchsvollen Gelände. Und da zu Beginn lieber mal ein bisschen frieren und nach 5 bis 10 Minuten im Wald ist euch sowieso warm. Das gilt auch für Suche im Winter und im Herbst. Nicht zu viel, man beginnt sowieso schnell aufzuwärmen den Körper durch die anspruchsvolle
Bewegung durch das Gelände. Also auch da lieber am Anfang mal ein bisschen weniger, euch wird sowieso warm und man muss es nachher nicht mit rumschleppen. Und wir wollen ja insgesamt mit so wenig wie möglich durch den Wald gehen, weil das Gefühl, frei zu gehen ohne viel Ausrüstung ist einfach sehr, sehr viel angenehmer und man hat mehr Spaß bei der Suche, als wenn man sich voll bepackt da durch den Wald begibt und dann auch noch viel findet. Ja, gut, jetzt haben wir das Thema Kleidung abgearbeitet. Jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten wichtigeren Thema und zwar, worin bewahre ich jetzt die Schwammerl, die ich gefunden habe, auf? Für sehr viele ist da hier der Korb, also so ein geflechtener Korb, das Nonplusultra. Die Vorteile sind schnell erklärt, die Schwammerl drücken sich nicht, es kommt im Gegensatz zu einem Sackerl kein Druck von außen zustande, also die Schwammerl können hier locker übereinander liegen, sie quetschen sich nicht gegenseitig, sie werden belüftet. Also kurz gesagt, das ist eigentlich die beste Möglichkeit für die Schwammerl selber, um sie zu transportieren. Jetzt zu den Negativseiten. Ich persönlich bin kein Fan von solchen Körben, aus folgenden Gründen. Das erste ist einmal, man erkennt sofort, dass ihr ein Schwammerlsucher seid. Niemand geht mit so einem Korb irgendwo in den Wald, der nicht Schwammerl sucht, weil es einfach keinen Sinn macht, sowas sonst mitzutragen. Das heißt, wenn ihr irgendein Gebiet habt, wo sonst nicht viele Leute suchen und irgendwer sieht euch, der weiß sofort, da wird Schwammerl gesucht. Der nächste Punkt, der mir persönlich am meisten dagegen spricht, ist, so ein geflochtener Korb hat ein bestimmtes Eigengewicht und das ist gar nicht mal so wenig. Also größere Körbe, vor allem der ist ja noch relativ handlich, haben doch um 1 Kilo, denke ich, und das fällt einfach, wenn ihr länger durch den Wald geht, ins Gewicht und man kann solche Körbe auch nicht anders als so tragen. Das heißt, das ist zwar gutes Unterarmtraining, wird aber auf Dauer und vor allem im schwierigen Gelände wirklich anstrengend. Was ich eigentlich bei meinen Suchen immer bevorzuge, sind solche Sackerln aus einfach einem Stoff. Die haben kein Eigengewicht, die kann man gut verstecken, das heißt, ihr enttarnt euch mal nicht als Schwammerlsucher, auch wenn sie voll sind, muss man nicht unbedingt das mit Schwammerl assoziieren. Sie haben, wie gesagt, auch einen guten Stauraum, haben viel Volumen, also die 2 Kilo gehen sich da locker aus, auch genau wie hier. Das ist wirklich mein bevorzugtes Utensil. Ihr könnt es dann nämlich auch, wenn ihr besonders verstecken wollt, dass ihr in einem guten Schwammerlgebiet seid und einen Rucksack mitnehmt, dieses Sackerl im Rucksack verstecken, dann sind die Schwammerl komplett inkognito und es sieht auch niemand. Das ultimative No-Go sind Plastiksackerl, das ist jetzt nur beispielhaft, das ist ein Kühlsack, aber es gilt für alle Plastiksackerl, das ist der Tod für jede Schwammerlqualität. Die Schwammerl beginnen zu schwitzen, das ist nicht atmungsaktiv, verlieren schnell an Wasser und verderben auch sehr schnell. Wenn ihr einen ganzen Tag durch den Wald geht mit einem Schwammerlsackerl, also mit den Schwammerln im Plastik, verderben sie und das will man wirklich auch nicht. Und man hat dann oft einen Gatsch, also auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen, ein Plastiksackerl. Jetzt noch ein Insider-Tipp, der sich über die Jahre bezahlt gemacht hat, was ich bei meinen Suchen immer mitnehme, egal ob mit Sackerl oder Korb, sind so kleine Plastikschalen, in denen man Obst bekommt. Die empfehle ich euch wirklich für jede Suche, weil man findet entweder Wildkräuter oder Wildobst wie Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, je nachdem in welchem Gebiet ihr seid, oder Holunder. Und das kann man natürlich mit den Schwammerln nicht vermengen und deshalb immer so Plastikschalen mitnehmen, um andere Funde, die man noch ernten möchte und mitnehmen möchte und ja, dann auch noch dazu verzehren kann und die Suche ja noch super bereichern, einfach darin lagern. Das hat kein Gewicht, das kann man sowohl im Korb einfach draufstellen oder im Stoffsackerl einfach auf die Funde draufgeben. Die Sachen haben meistens sowieso nicht viel Gewicht. Und das ist wirklich ein super Tipp, den ihr bei jeder Suche berücksichtigen müsst, dass ihr sowas noch mitnehmt. Auch noch praktisch, klein aber unscheinbar, sollte man auch nicht vergessen, ein paar Taschentücher, so eine Handvoll pro Person, kann auch nie schaden, man weiß nie, wofür man die braucht. Aber wenn man sie nicht braucht, fehlen sie einem umso mehr, also immer auch ein paar Taschentücher mitnehmen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, das wichtig ist bei der Suche, und zwar, welches Messer nehme ich mit? Schauen wir uns das aus dem Detail an. Habe ich von sowas, ohne Spaß, habe ich schon gesehen, viele Leute nehmen einfach ein kleines, offenes Messer mit, weil manchmal nichts anderes da ist. Das birgt aber immer ein gewisses Risiko, also bitte auf keinen Fall offene Messer mitnehmen, auch keine kleinen. Wichtig ist, dass es auf jeden Fall eine Klappfunktion hat, ob das jetzt so ist oder ein kleines altbekanntes Schweizer Taschenmesser ist auch sehr praktisch.
wichtig, dass man die Klinge einfach einklappen kann aus Sicherheitsgründen. Ich empfehle euch aber auf jeden Fall ein Schwammerlmesser. Die kosten so ungefähr 20 Euro, manche sind auch noch günstiger. Ihr seht, das hat eine geschwungene Klinge, das heißt, man kann sehr gut ansetzen und die Pilze dann auch dementsprechend einfach putzen, die ja oft einen runden Stamm haben und das Messer legt sich da wirklich in die Form. Auch wichtig ist, manche haben hier so eine raue Oberfläche, das seht ihr hier. Das ist dann auch noch, um gröbere Verschmutzungen, die dieser jetzt schon geputzte Pilz nicht hat, zu entfernen. Aber das geht sehr, sehr gut und man kann wirklich hier sehr gezielt arbeiten und die Schwammerl auch dementsprechend säubern. Das untere Ende ist auch besonders wichtig bei einem Pilzmesser. Das sind so Borsten, die sind sehr, sehr praktisch, um einfach Verunreinigungen wie Laub oder sonstiges, kleine Erde oder Nadeln, die sich an den Kappen gerne festsetzen, kann man dann getrost abbürsten. Auch bei Eierschwammeln, wenn man sie dann zu Hause putzt nach der Suche, kann man hier sehr, sehr viel Schmutz mehr oder weniger entfernen und wirklich gut und effizient arbeiten. Ja, dann sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen, der vor allem in unserer Familie immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt, und zwar Rucksack, ja oder nein? Und aus meiner Erfahrung ist die Antwort meistens eher nein, weil so ein Rucksack hat auch Eigengewicht und wenn man das mitnimmt, neigt man auch dazu, ihn zu füllen mit meisten Sachen, die man nicht unbedingt braucht. So einen Rucksack empfehle ich euch wirklich nur bei mehrstündigen Wanderungen über 3 Stunden, also wenn ihr wirklich den ganzen Tag geht, dann ist es sinnvoll, durchaus Trinken mitzunehmen. Auch hier bitte nicht zu viel, aber meine Eltern nehmen auch bei den kürzeren Wanderungen wirklich teilweise absurdes Zeug mit, so wie ein Schälchen für den Hund zum Trinken, dann 2 Wurstsemmeln pro Person, Beilagen in Gemüse und Nachspeise, und die gehen auch schon auf die 70 zu und schleppen sich da wirklich zu Tode, was ich euch wirklich einfach abraten muss. Es reicht, wenn man nachher was trinkt oder vorher und was isst und einfach nicht zu viel mitschleppt, weil auch das fällt bei längeren Wanderungen ins Gewicht und mindert euren Spaß, einfach sich frei im Wald zu bewegen, spürbar. Also da auch nur, wenn es wirklich unbedingt sein muss. Noch zum Schluss, so eine Kiste empfiehlt sich schon, wenn ihr mit dem Auto auf der Suche seid, einfach die im Auto lassen, und wenn ihr dann mehrere Stationen absucht, kann man einfach seine Funde in dieser Kiste entleeren und dann mit einem neuen Stoffsackerl sich wieder unbeschwert auf die Suche machen. Das war es auch schon zum Thema Grundausrüstung. Gehen wir nochmal alles kurz durch. Also wasserdichte Schuhe, eher leichte, nicht zu hoch, gute Socken, eine lange Hose wirklich auf jeden Fall, um ja, unangenehme Sachen da zu vermeiden. Socken, Hose in die Socke, dann oben lieber weniger, nicht zu viel. Von meiner Seite aus immer einen Stoffsackerl nehmen, da kann man dann auch noch andere Sachen reingeben. Dann Plastikschälchen, Pilzmesser, ja, und dann steht einer erfolgreichen Suche mit wenig Gepäck, mit wirklich einer schönen Bewegungsfreiheit im Wald eigentlich nichts mehr entgegen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und bewahrt euch vor einigen, ja, unnötigen Kilos, die ihr das nächste Mal bei eurer Suche mitnehmt. So habt ihr wirklich aus meiner Erfahrung am meisten Spaß im Wald. Ja, und die wünsche ich euch auch. Viel Vergnügen bei eurer nächsten Suche und bis bald.